eben jetzt auch Elektroautos diesen vergünstigten Strom nutzen können. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man das Auto nicht für knapp 30 Cent, sondern eben nur für knapp 20 Cent pro Kilowattstunde nutzen und laden kann. Ja, hi, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich begrüße euch zum ersten Teil einer neuen kleinen Serie. Und zwar wollen wir uns in dieser Serie mit dem Thema Laden zu Hause beschäftigen. Wir wollen aber in dieser Serie nicht den Schwerpunkt darauf legen, ob man jetzt an Schuko und CEE und Typ 2 und welche verschiedenen Wallboxen gibt es da und so weiter. Das ist nicht das Thema dieser Serie. Das Thema dieser Serie wird ganz speziell sein, Autostromtarife, die ich auch zu Hause nutzen kann. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal zu meiner Wallbox rüber und dann erzähle ich euch dazu ein bisschen mehr. Ja, und da ist auch schon meine Wallbox, die ich hier vor ein paar Jahren habe installieren lassen. Nichts Außergewöhnliches. Hier unten könnt ihr die Zuleitung sehen, die aus dem Keller kommt. Das ist eine 22 kW-Zuleitung, die ich da habe legen lassen. Und an der Wallbox habt ihr die ganz normalen Anschlüsse, nämlich hier einmal den Typ 2-Anschluss und hier einmal den Schuko-Anschluss. Und ja, eigentlich diese Wallbox hat eigentlich sieht so von außen eigentlich ganz normal aus, hat nichts Besonderes dran, funktioniert auch ganz simpel. Aber das Besondere an dieser Wallbox ist, dass sie nicht immer funktioniert. Was soll das jetzt heißen? Das bedeutet, dass diese Wallbox nicht immer Strom abgeben kann, denn sie ist nämlich nicht an einem ganz normalen Hausanschluss angeschlossen, sondern sie ist angeschlossen bei uns an einem Zähler, der eigentlich gar nicht speziell für diese Wallbox gesetzt wurde, sondern ich gehe mal hier ein bisschen ein Stück weiter weg. Der wurde nämlich eigentlich gesetzt für unsere Wärmepumpe. Ich zeige sie euch mal. Da ist also das Außengerät unserer Wärmepumpe, die unser Haus also mit Wärme und Warmwasser versorgt. Und wie es bei vielen Wärmepumpen der Fall ist, so ist diese Wärmepumpe halt an einem speziellen Zähler angeschlossen, um einen speziellen Stromtarif nutzen zu können. Und damit man einen speziellen Stromtarif nutzen kann, wird die Belieferung, also die Stromlieferung an die Wärmepumpe zweimal am Tag für 90 Minuten unterbrochen. Das passiert einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag. Die Zeiten werden vom Netzbetreiber vorgegeben. Der Vorteil dabei ist, dass der Strom, den ich dann für die Wärmepumpe nutze, so ungefähr nur 20 Cent pro Kilowattstunde kostet. Und genau diesen Strompreis kann ich dann halt auch nutzen, um das Auto zu laden. Das bedeutet also, die ganze Anlage, die ich euch auch gleich im Keller noch zeigen werde, ist gebaut gemäß Energiewirtschaftsgesetz Paragraph 14a. Und dieser Paragraph sagt nämlich nichts weiter als das sogenannte steuerbare oder schaltbare ja, Verbraucher, und dazu gehören eben Wärmepumpen, aber eben jetzt auch Elektroautos, diesen vergünstigten Strom nutzen können. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man das Auto nicht für knapp 30 Cent, sondern eben nur für knapp 20 Cent pro Kilowattstunde nutzen und laden kann. Diese zeitlichen Unterbrechungen zweimal am Tag stören uns überhaupt gar nicht. Wir laden das Fahrzeug entweder über Nacht oder am Nachmittag oder wie auch immer. Also uns hat es irgendwie noch nie gestört. Ist also für uns eine Möglichkeit und auch vielleicht für den einen oder anderen von euch auch eine Möglichkeit, das Auto ein bisschen günstiger zu laden als ganz normal am Hausanschluss, wo man dann wie gesagt mit rund 30 Cent pro Kilowattstunde rechnen muss. Wie gesagt, man braucht dazu einen extra Zähler. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal, wenn wir runter in den Keller gegangen sind. Ja, und damit herzlich willkommen in meinem Keller. Hier haben wir also einmal den alten Zählerschrank, der ist jetzt ganz normal für den Hausanschluss da. Und da ist auch der PV-Zähler drin. Und hier auf der anderen Seite habe ich euch mal schon aufgemacht den neuen Zählerschrank. Der ist hier jetzt auch ein bisschen größer geworden. Das sollte so sein und das wollte ich auch ein bisschen haben, um noch ein bisschen Platz zu haben. Ihr seht, hier ist zum Beispiel Platz noch für einen dritten Zähler. Wer weiß, wofür man den braucht. Also der Trend zum Zweit- und Drittzähler ist ungebrochen. Und hier ist jetzt sozusagen der Zähler, der digitale Zähler für die Wärmepumpe. Und ihr könnt gerade auch sehen an dem roten Licht, im Moment ist also die Lieferung unterbrochen, noch bis kurz nach 1. Wir haben es jetzt ungefähr 0:30, also ein bisschen ist es noch unterbrochen. Und dieser Zähler,
beinhaltet also praktisch dieses Tarifsteuergerät, der also die Lieferung zweimal am Tag unterbricht. Und an diesen Zähler bzw. über diesen Zähler wird jetzt nicht nur die Wärmepumpe versorgt, die, ich drehe mich einmal um, hier im Hintergrund steht. Hier ist also das Innengerät unserer Wärmepumpe. Sondern über diesen Zähler wird also auch hier, seht ihr noch so einen zweiten digitalen Zähler, wird nämlich außen die Wallbox versorgt mit Strom. Und da, wie gesagt, jetzt gerade Sperrzeit ist, seht ihr an diesem digitalen Zähler auch nämlich genau nichts. Hier wird also sonst angezeigt, wie viel ich Strom ziehe für die Wallbox draußen. Ja, wie gesagt, das Ganze basiert auf dem Energiewirtschaftsgesetz, Paragraph 14a, das angibt oder beziehungsweise dieser Paragraph, der, ich drehe mich mal um, dieser Paragraph besagt also, dass sogenannte abschaltbare oder steuerbare Verbraucher mit vergünstigtem Strom versorgt werden dürfen. Und der Gesetzgeber definiert als abschaltbare Verbraucher eben nicht jeden möglichen Verbraucher, den man abschalten kann, das könnte man ja mit allen möglichen Verbrauchern machen, im Kühlschrank zum Beispiel, sondern der definiert ganz eindeutig, das sind also Elektroheizungen, Wärmepumpen und E-Mobile. Ich glaube, im Gesetz steht sogar wirklich der Begriff E-Mobil und nicht Elektroauto, sondern E-Mobile steht drin. Heißt also für euch, solltet ihr also zum Beispiel bereits eine Wärmepumpe betreiben und für diese Wärmepumpe auch so wie hier einen extra Zähler verwenden. Muss ich mal ein bisschen anders hinstellen. Da ist der Zähler. Hier ist er, genau. Dann könnt ihr eure Wallbox bzw. den Anschluss, den ihr dafür habt, daran anschließen lassen und von den günstigeren Ladepreisen profitieren. Vorteil ist natürlich auch, dass man dann den Zähler, den man ja auch hat montieren lassen, noch besser ausnutzt, weil man ja mehr Strom darüber zieht. Andererseits natürlich weniger Haushaltsstrom zieht. Wie gesagt, das ganze Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz könnt ihr dort nachlesen. Als ich das angemeldet habe bei unserem Netzbetreiber hier bei der EDIS, gab es dort erstmal etwas lange Gesichter. Davon hatten die irgendwie noch nie was gehört und wollten das auch erstmal gar nicht machen. Mit dem Verweis auf den Gesetzestext ging es dann aber ganz schnell, war überhaupt gar kein Problem, die Wallbox dann entsprechend daran anzuschließen. Ja, das soll es schon gewesen sein für den ersten Teil dieser kleinen Serie. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zu Hause auch als Mieter vergünstigte Strompreise in Anspruch nehmen zu können zum Laden eines Elektroautos. Ach so, was ich noch vergessen habe, ist ganz klar. Ihr müsst natürlich jetzt nicht irgendeinen besonderen Autostromtarif dafür abschließen, sondern egal, ob ihr das jetzt alleine fürs Auto benutzt, diese Lösung hier mit diesem zweiten Zähler oder wenn ihr das in Kombination macht mit einer Wärmepumpe, ihr könnt dort sozusagen jeden Stromtarif nehmen, der so allgemeinhin als Wärmestromtarif bezeichnet wird. Es geht ja im Prinzip nicht darum, Strom oder Wärme damit mit dem Strom zu machen, sondern es geht hauptsächlich darum, dass es sich um diese abschaltbaren Verbraucher handelt, die damit versorgt werden. Wenn ihr also einen entsprechenden Stromtarif dafür sucht, dann guckt einfach mal nach Heizstromtarifen oder Wärmestromtarifen. Es gibt auch schon ein paar Anbieter, die direkt dafür Autostrom anbieten. Da kommen wir in dem nächsten Teil der Serie dazu. Da zeige ich euch dann mal, was es da so speziell für Angebote gibt. Ist also kein Problem. Und übrigens vielleicht auch ganz wichtig, ihr müsst nicht unbedingt das Stromangebot eures Regionalversorgers nutzen für Wärme bzw. Autostrom, sondern das ist jetzt also auch möglich, genauso wie beim Haushaltsstrom, sich den Anbieter frei auszusuchen und auch jährlich zu wechseln, wenn man so ein Hopper ist und von einem zum nächsten Stromtarif wechselt, ist es also auch überhaupt gar kein Problem. Natürlich, nur eins solltet ihr im Hinterkopf halten, nicht nur beim Haushaltsstrom, sondern auch beim Wärme- bzw. Autostrom solltet ihr natürlich immer auf 100% zertifizierten Ökostrom setzen, bzw. euch von eurem Stromlieferanten erklären lassen, dass der Strom wirklich tatsächlich aus möglichst neuen erneuerbaren Energienerzeugungsanlagen stammt, denn ja, auf der Schiene wollen wir jetzt nicht mit Kohle oder Atomstrom irgendwie arbeiten. Das nur mal so als Tipp. Ich hoffe, dass das für euch spannend und interessant war. Vielleicht hinterlasst ihr ein Abo auf unserem Kanal und im nächsten Teil der Serie, wie gesagt, beschäftigen wir uns dann mit einer weiteren Möglichkeit, wie man zu Hause günstiger laden kann. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.